Hallo, ich bin Markus und in diesem Video wollen wir uns einmal die DATEV-Konfiguration im System anschauen. Wir wechseln einmal zu Einstellungen, Erweiterungen und gehen dann zu DATEV. Dort habt ihr die Möglichkeit, die Headerzeile für DATEV zu konfigurieren, also Beraternummer, Mandantennummer und die Sachkontenlänge eben einzutragen, anschließend einmal zu speichern. Anschließend wechseln wir dann zu Veranstalterinfo. Dort müssen wir einmal das Geschäftsjahr eintragen, also des Geschäftsjahresbeginn, den Januar oder wählt da den entsprechenden Monat und den Tag aus. Das Jahr wird automatisch gefüllt und wechselt sich, sobald eben ein neues Geschäftsjahr begonnen hat. Sobald dies einmal abgespeichert ist, gehen wir dann zu Rechnungswesen. Dort aktiviert ihr einmal die Hauptbuchhaltung und könnt dann bei den Artikeltypen die entsprechenden Konten hinterlegen. Das Ganze ist nach der Systematik aufgebaut, dass eben zuerst einmal das Konto, dann das Gegenkonto, dann die Kostenstelle und am Schluss noch das Erlöskonto kommt. Diese Konten werden durch einen Pipe getrennt und dort eingetragen. Wenn ihr das einmal eingetragen habt, dann könnt ihr entsprechend das Ganze speichern. Hierzu ist noch gesagt, die Servicegebühr ist eben ticketbezogen, Einrichtungsgebühr ist die Bearbeitungsgebühr, die pro Warenkorb berechnet wird, Versandkosten und beziehungsweise die Einrichtungsgebühr ist die Facility Fee, ist Einrichtungsgebühr und die Bearbeitungsgebühr ist dann die Gebühr, die pro Warenkorb berechnet wird. Habt ihr diese Konfiguration vorgenommen, dann gehen wir einmal zurück zu Einstellungen, Erweiterungen und DATEV und gehen dann hier einmal zum Bereich Export. Dort gehen wir hier nun einmal, ich gehe ein bisschen zurück, damit ich auch entsprechende Daten habe in diesem Export. Wähle mir einmal den Zeitraum aus, in dem ich die Buchungen haben möchte und kann dann entsprechend die Datei öffnen. Wir sehen nun, dass hier oben diese Daten aus der Headerzeile gefüllt werden und entsprechend unten drunter dann eben die einzelnen Buchungen. Nicht wundern, das Ganze ist als eine CSV-Datei natürlich exportiert worden und kann dann auch direkt als CSV in DATEV übernommen werden. Dazu hat diese Datei eben ganz bestimmte Aufbau im Naming und kann somit direkt von DATEV gefunden werden und importiert werden. Solltet ihr dazu noch Fragen haben, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden.